Hey allerseits, ich wollte euch ein kleines Make-up schminken, weil ich eingeladen bin und ich werde als Hexe gehen, wie man vielleicht an dem Kleid schon sehen kann. Ich habe nicht viel Zeit, deshalb wird es kein aufwendiges Make-up, aber vielleicht ist einer von euch ja in derselben Situation und weiß nicht genau, was er machen soll und will nur was Schnelles, was Einfaches. Und deshalb dachte ich mir, nehme ich euch gerade mit bei meiner Make-up-Prozedur, die ich jetzt gleich machen werde. Und was ich bisher drauf habe, ist einfach nur Foundation und Concealer. Eigentlich habe ich nicht mehr. Ach doch, ich habe die Urban Decay Primer Potion aufgetragen auf meinem Auge, weil wir jetzt da gleich Farbe auftragen werden. Als erstes nehme ich so einen flachen Pinsel. Das ist der von Urban Decay, der mit der Naked Palette gekommen ist. Und ich nehme einen relativ, sehr, sehr hellen Ton. Das ist so ein schimmriges Weiß. Am liebsten hätte ich Silber gehabt, aber ich habe keinen silbernen Lidschatten. Das fehlt in meiner Kollektion. Das Weiß trage ich jetzt über das gesamte bewegliche Lid auf. Ich habe es jetzt auch ein bisschen hier unten aufgetragen, in die Ecke des Auges, damit das noch hell wird. Als nächstes kommt ein Grünton. Weil, wie ihr seht, meine Nägel und mein Kleid und alles ist in grün. Auf jeden Fall, ich habe hier von Corris, ich weiß gar nicht, da steht gar kein Name drauf. Nee, doch. M45M Green steht da. Und dafür benutze ich jetzt so einen Pencil Brush, das ist so ein etwas härterer. Das ist der von MAC, der 219er. Damit würde ich jetzt anfangen, die Kontur zu zeichnen, wie ihr den Strich in eurer Lidfalte zeichnen möchte, weil ich möchte eher so ein Dreieck nach außen, so ein Cat-Eye-mäßiges Make-up. Und deshalb fange ich jetzt an, hier einfach schon mal die Linie zu ziehen. Nachdem ihr jetzt so ungefähr habt, wie ihr eure Linie machen wollt, würde ich sie auch erstmal auf der anderen Seite versuchen, genauso hinzukriegen, bevor ihr sie wirklich ausfüllt, damit ihr immer noch ein bisschen was verändern könnt, falls die andere Seite etwas anders geworden ist. Jetzt habe ich meine zwei ungefähren Formen und die will ich jetzt ausfüllen, sodass außen eher die Farbe dunkel ist und nach innen hin sie immer heller wird und eben immer mehr verblendet mit dem Weiß wird. Jetzt könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr die Ecken mehr rausblenden, so wie ich es gleich machen werde. Oder ihr lasst es eben so mit so kantigen Ecken, was natürlich krasser aussieht. Aber ich finde es schöner, wenn es ein bisschen mehr verblendet ist. Jetzt kommt der Eyeliner dran und leider habe ich meinen Gel-Eyeliner von Bobbi Brown nirgendwo gefunden. Ich habe den irgendwo verlegt oder in irgendeiner Tasche. Auf jeden Fall musste ich zur Alternative greifen und zwar zu diesem Liquid Eyeliner von Manhattan. Und das ist die schwarze Farbe. Hat es überhaupt einen Namen? Nee, Black. Einfach nur. Da ich aber diese Filzspitze nicht mag, die dabei hat, werde ich einfach mit meinem normalen Eyeliner-Pinsel versuchen, das aufzutragen. So, ich nehme einfach ein bisschen Produkt auf den Pinsel und trage den Eyeliner auf. Ich habe nur einen ganz dünnen Eyeliner-Strich gemacht, wie ihr sehen könnt, weil ich finde, das Make-up an sich ist schon, auffallend genug. Aber weil mir das Make-up noch nicht zu hexig ist, möchte ich noch Spinnweben malen und die mache ich mit zwei Farben und zwar zwei Pencil-Eyeliners. Und einmal ist das der von Maybelline New York, so ein Braunton. Ich kann euch leider nicht die Farbe sagen, der dunkelbraune. Ach doch, 010, wenn das die Zahl ist. Und dann habe ich noch einen grauen von Manhattan in der Nummer 25. Ihr sucht euch jetzt eine Seite aus, auf der ihr die Spinnweben haben wollt und ich werde wahrscheinlich die Seite nehmen, weil ich hier einfach es echt leichter finde zu zeichnen. Und ihr fangt an, einfach erstmal geraden zu ziehen, die auch ein bisschen gebogen sein können, hier entlang des Gesichtes zu zeichnen. Die müssen auch nicht zu genau sein. So, und jetzt fangt ihr an, kleine Bögen zwischen den Linien zu zeichnen.
Euer Spinnennetz sollte jetzt etwa so aussehen. Und jetzt könnt ihr entweder mit einem grauen Pencil-Aligner oder einem grauen Lidschatten die Schatten zeichnen. Um die Schatten zu zeichnen, sucht ihr euch immer eine Ecke aus und fangt dann an, leicht die Ecken auszufüllen. Also ungefähr so. Sieht jetzt ungefähr so aus und so sieht das Spinnennetz eben ein bisschen dreidimensionaler aus. So, wenn ihr jetzt noch die einzelnen Schatten ein bisschen mehr verwischt, sieht es noch besser aus. Ich glaube, ich möchte die dunkelbraunen Fäden mit Schwarz noch ein bisschen dunkler machen, aber nur an einigen Stellen, sodass sie eben ein bisschen unregelmäßiger aussehen und nicht so gezeichnet. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch einen nächsten Strich hinzugefügt, der ein bisschen kürzer ist als der vordere, sodass das Spinnennetz ein bisschen runder wirkt. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch eine kleine Spinne malen. Die werde ich jetzt von der zweiten Linie aus einfach mit einem Faden runtermalen und dann unten eine ganz einfache Spinne hinmalen. So sieht meine kleine Spinne jetzt aus. Jetzt fehlt nur noch Puder und Mascara. Beim Spinnenmuster müsst ihr das Puder nur ganz vorsichtig drauf tupfen, ansonsten verwischt ihr es womöglich und das wollen wir ja nicht. Jetzt noch ein bisschen Mascara. Ich benutze den von Yves Rocher, den 360 Grad Length Mascara, und falls euch interessiert, mein Puder ist das von MAC, das Mineralize Skin Finish Natural, und zwar in der Farbe Light Medium. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch falsche Wimpern auftragen. Ich habe aber hier leider nur welche von Revel de Loop, oder wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, die hatten mich ziemlich enttäuscht. Ich habe auch schon eine Review darüber gedreht, also falls ihr wollt, ich verlinke sie euch in der Infobox. Und ja, ich wäre jetzt fertig, würde noch meine Jacke anziehen und dann ins Auto springen und rüberfahren. Ich glaube, das ist alles, was ich euch erzählen wollte. ihr könnt als Lippenstift natürlich auch was auftragen. Ich glaube, ich werde sie einfach so lassen und wenn überhaupt, dann einen braunen Lippenstift auftragen. Oder so, eine Nude-Farbe auftragen. Aber ansonsten, glaube ich, wahrscheinlich werde ich es eh so lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!